Also, dann können wir eigentlich gleich loslegen. Ihr habt, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen verstanden, worum es hier geht. Also, das heißt, viel Grinden, viel Gefarme. Wir wollen in Vaults und die werden wir dann gemeinsam oder einzeln, je nachdem, wie wir Bock haben, bekämpfen. Space hat schon keinen Bock mehr. Boah, nee, ehrlich, die Erklärung ist mir zu viel. Ja. Nee, aber dann können wir einfach mal loslegen. Am besten, wir planen dann relativ früh am Anfang, wo. Na super. Ah, Das Wetter. toll. Wie schön du da. Wer Ah, hat seinen Teller nicht super. aufgegessen? Wer hat sein Gemüse Ja. nicht gegessen? Was für Mann, was? Am böser. besten, wir suchen auch ein bisschen, wo können wir dann gemeinsam irgendwie so eine kleine Mini-Base hinstellen oder wo wir dann ein Gebiet machen. Aber ich würde sagen, wir laufen einfach mal drauf los und spielen Freestyle, oder? Okay, erklär mal ein bisschen das Jo! Projekt. Kannst du kurz eine Mini-Einführung geben, du in Ja, deinen eigenen Worten? Mini-Einführung. Was macht Was man in macht dem die Projekt Einführung? eigentlich? Nee, Das, nee, nee, nee. also, fighten, fighten und PvP? Wir fighten. töten uns gegenseitig die ganze Zeit? W. Nein. Na, ihr habt doch Moment, alle zwei Moment. Questbücher, da steht doch alles drin. Genau. Das Also die stimmt. Quests erstmal durchgehen, ich glaube, das ist so das Ding. Ja. Die Einführung, da kriegt man direkt Steak, das ist auch gut, weil ich bin schon fast Also, tot. es gäbe auch noch die Möglichkeit, dass wir hier Partys machen. Die Also Frage sozusagen ist nur, Teams-mäßig. die ist aber genau, die nur für die Frage ist nur, Vaults, wollen wir ne? das machen? Ja, dann müsst ihr mal zu zweit die Walls raiden, dann werden die natürlich auch schwerer und so. Ich weiß zwar Wollen wir nicht, wie den es ist. ersten Vault, sollen wir den zusammen machen, alle? Ja, Ja. oder? Zumindest der erste. Ich weiß nicht, ob wir dafür in einer Party sein müssen. Um da gemeinsam Ja, reinzugehen. tatsächlich schon. Ja, dann müssen wir ja für einen Kampf alle in eine Party und dann wieder raus. Die Party ist, Gibt's glaube ich. Partys? Ja, die Party kannst du ja dann nach dem Vault einfach wieder disbanden. Ja, Per okay. Command. Party hat, Party hat. Ich mach mir eine Fritte. Wollen wir Wie das heißt so das? machen? Ja, Mann, sehr gut. Ja, Ja, ich will auch safe. eine Okay, aber Fritte. dann müssen wir erstmal dahin arbeiten. Tobi. Mr. Clash and Mr. Was Fight in ist? meinem Team den In Weg den Weg bereiten. reiten. Dann legen wir los. All for Okay. one, jeder für sich. Wer fein Lesor, hier Spawn ist, war mal Protection. Ich Freund für kann nichts mich. abbauen. Und er hat Da musst du vom Spawn Bliss Tower. Protection. I'm sorry. Oh, was ist das Danke. denn? Normal, Casual, Hardcore, was spielen wir? Alles. Wenn du Das ist zu die sehen bist, ist Frage. immer Hardcore. Nein, was spielen wir denn? Also, ach so, das kann jeder für sich Miteinander. individuell ausmachen. Also Schwierigkeitsgrad hier auf dem Server ist hart. Aber ja, Okay. das ist ja Gibt's nicht auch Default. irgendwie sowas wie Skills oder sowas? Ja, irgendwo gab's ein Menü, aber ich habe die Taste vergessen. Boah, ich werde sowas von rumfliegen und Fuchs hier verbrennen. Du machst Creator-Rüstung, ne? Nein, Alert, look. ja, Volta-Rüstung mache ich. Walter White. Ich hab Lisa, du irgendwas hast mich getrunken. letztens nachts angeschrieben und wolltest meine Creator-Rüstung haben. Was war das eigentlich? Ja, damit ich halt nicht die ganze Zeit ohne rumhüpf. Ist doch Nachts logisch. Damit. schreibt er Also. mich an. Gib mal Creator-Rüstung. Gib Gib mal Creator-Rüstung. Creator-Rüstung. Übrigens, die H-Taste ist mit ganz viel Statistik und Skillzeug belegt. Also, wenn ihr mal H drückt, dann seht ihr ganz Oh. viel. Oh Nö, ist bei mir nur Gott. Sprinttaste. Hier ist Ja, ein okay, das sieht roter wild blinkender aus. Kasten. Was ist denn das? Das ist. Ich habe hier gerade ein Alarmsignal aufgestellt. Ich Achso, okay. habe Was keine Ahnung, ich habe gedrückt hier, was war das? V bei mir und dann hast du gemacht? Alert. Ah, okay. Alert, Achtung, Achtung! Das ist gut. Ja, das ist dann wie bei League of Legends die Pings sozusagen. Genau. Dann können wir uns von Aha. weiter weg verstehen, was wir wollen Achtung, hab gepupst, hier voneinander darf und keiner trotzdem nicht vorbei. drauf hören, was wir pingen. Also so wie bei Wann LOL. ist eigentlich endlich das League of Legends Event? Wollten wir da nicht irgendwie mal was Bei machen? Draft, Ich glaube, The das hat sich Craft, The League erledigt. of Legends. Ey, ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe. Die haben jetzt seit neuestem so ein Anti-Cheat-Rootkit sich draufgeballert, was Oh ja. Admin-Recht auf dem PC kriegt und alles Mögliche. Und also Da bin ich bist du jetzt auch nicht raus. so erpicht, das jemals wieder zu spielen, ne? Ja, okay, ich verstehe dich. Die haben jetzt den Vanguard, das Anti-Cheat-System, was auch bei Valorant drauf ist. Und ein Skin-Bundle für 500 Euro. Voll geil. Ja, wird direkt hier mal Schnäppchen. gekauft. Um Ist ein den Spieler Schnapper, ey. zu honoren, der nie mit Skins spielt. Außer einmal 2017, wo er aus Versehen Missklick gemacht hat und einen Skin ausgewählt hat. Ja, das stimmt. Mach mal Habt ihr Baum schon Equipment Schafe oder was? gefunden? Ja, ich habe Schafe gefunden. Aber ich konnte die nicht scheren. Ich hatte noch kein Eisen. Und ich töte keine Tiere. Ach, stimmt, In-game. das wäre gar nicht so doof, ja. Also?
Warum ist hier so dunkel? Ja. Weil es Nacht wird. Ich mag das nicht. Mach mal Tag. Dann vergrab dich. Ja, das sagen wir alle zu mir. Ich soll mich einfach immer nur vergraben gehen. Wenn es eine Lösung ist, dann... Na gut. Deed. Spark, ich hab dich hier gefunden. Ja, ja. Man das wird hier ständig sterben, auch in den Wolves wahrscheinlich. Ja. Aber wie geht das jetzt weg? Der liegt hier so leer. Ich glaube, der despawnt mit der Zeit einfach, wenn er gelootet ist. Okay. Das heißt, wir könnten hier irgendwann massig von den Sparks rumliegen haben. Hm. Dann sieht das aus wie die ganzen Kissen in meinem Bett. Das sind auch ganz viele Sparks. Oh, ich habe hier übrigens ganz viele Schafe auch noch. Genauso wie uns geil. Ich starte euch langsam, Leute. Wir gucken mal. Ah, ich sehe auch wieder, wie das mit den Vault-Kristallen probiert. Du musst jedes Mal so einen Vault-Kristall herstellen, damit du in so eine Vault dann rein kannst. Und dann musst du das auf so einem Altar machen. Aber du brauchst dafür auch Ressourcen beispielsweise. Also es kann sein, ja, bring mir, um diesen herzustellen, ich kann sagen, irgendwie einen Stack Weizen oder whatever oder irgendwie sowas. Und jedes Mal musst du mit Ressourcen payen, damit du einmal in so eine Vault rein kannst. Irgendwie sowas war das. Ja. Dann wäre es eigentlich sinnvoller, wenn wir so ein Dorf bauen, wo wir einfach alle Ressourcen so ein bisschen bereitstellen. Ja. Weil ich werde, also ich hätte jetzt nicht unbedingt Lust, das komplett alleine aufzubauen mit Farmen und sowas. Das wäre schon ultra anstrengend. Und deswegen denke ich halt auch, es ist für uns um einiges angenehmer, wenn wir in einem Team da durchgehen. Dann sind wir mal im Questbuch auch drin hier. Willkommen zu Vault Hunters, dritte Edition. Mach's dein Minecraft Experience zum Progression-Based Action RPG. Ist darauf ausgelegt, um eine lange Zeit gespielt zu werden, ja. Also sehr, sehr grindy und sehr, sehr lang. Da kann man dann Partys machen, alles. Hier gibt es dann Cooked Vault Steak als Belohnung. Da habe ich ein bisschen Essen. Manchmal auf Complete, also ist das eigentlich jetzt nach unten gerutscht? Ja, genau. Da ist nach unten gerutscht und da kann man dann sehen und nochmal nachlesen. Chromatic Iron. Ja, das muss ich jetzt erstmal finden auf Y-30. Ich brauche eine Eisenspitzhacke und 16 brauche ich und dann kriege ich hier nochmal als Belohnung was weiteres. Und da bin ich gerade dran. Ich habe jetzt hier gerade den Vault Stone. Den sollte ich mal ein bisschen ordentlich abbauen hier. Den kann ich auch mit der Steinspitzhacke abbauen. Und dann kriegen wir die Dinger, Chip Vault Rock, und das wollen wir haben. Zu wie viel kann man in so einen Dungeon? Ich hab keine Ahnung. Das ist halt die Frage, die wir gleich... Ich weiß nicht, ob das Limit 4 ist, ne, aber... Das wäre so witzig, wenn wir davor stehen. Wie steht's mit den Obsidians? Ist auf dem Weg, hab 10 Stück dabei. Geil! Ich hab depressed, okay. Ey, ich hab, wir haben nichts gepasst. Treffen uns beim Spawn? Nee. Yes. So ungefähr. Okay. Genau gegenüber, wo du gerade warst. Habt ihr schon ein Portal aufgebaut oder so? Nee. Wir warten hier ganz gespannt auf alle. Oha. Hat jemand einen Diamanten, den ich schnorren kann? Nur einen Diamanten? Ja, kann ich geben. Das wäre extremst geil, dann kann ich nämlich auch so einen Altar craften. Mit Spaces Obsidian natürlich. So. dann baue ich mal ganz kurz so ein Teil. Nochmal, wie das hier funktioniert. Hier, Spark? Moment. Oder hast du schon dir? Nee, ich hab noch gar nichts. Nur einen einzigen bei euch. So, gab's direkt Advancement. Sehr gut. Wir können kurz was testen. Und zwar, Space hat ihn gecraftet, ne? Wollen wir ganz kurz abbauen, ins Inventar und gucken, ob wir die Quest kriegen. Hat das die Quest gegeben? Oh, es hat die. Ihr müsst nicht selbst craften. Ihr müsst einfach nur den Altar mal abbauen. Richtig. Okay, dann brauchst du. Der Reward ist den Stone Button. Alter. Echt jetzt? Ja. Was? Das ist besonders. Hey, gut. Warte. Hallo. Oh, perfekt. Es ist komplett. Hold on, ich mach mal. Ich mach einen Schalter. Okay, warte, ich komme. Oh, wow. Okay. Ja. Let's go. Da ist jetzt der Vault Crystal. Ja, jetzt schon das Portal noch gemacht. So, ich kann. Ja, ich bin 300 Blöcke weg, ich komme. Einfach Portal bauen, oder? Aus den Blöcken, oder? Wollt ihr den mal ganz kurz durchs Inventar reichen für Quest? Ich weiß nicht, ob ihr dadurch Quest kriegt. Ich kann es so nicht. Ja, ich auch nicht. Ah, okay, gut. Also der halt schon kann, der... Brauchst du noch Tieren? Ah, nee, danke. Okay. Gehen wir nochmal ins Questbuch rein. Vault Crystal? Vault Crystal ist hergestellt, ihr könnt euch eine Schalker-Kiste claimen. Ich glaube, dann muss man komplett... Dann muss er da so reinwerfen, ne? Vault Crystal. Ja. Oder rechtsklicken, ich weiß gar nicht. So, dann als nächste Quest wäre Skills und Talents. Bevor du in die nächste Vault reingehst, möchten wir dich informieren über ein paar wichtige Teile von Vault Hunters. Hat ein
komplett ausführliches Fähigkeits- und Talentsystem. Das ist zu geil. Was deine Vault Experience viel angenehmer machen wird. So, Fähigkeiten fokussieren sich hauptsächlich darauf, dich stärker zu machen und es drastisch zu ändern, wie du das Game spielst. Vom Schadensfähigkeiten wie Nova oder Rampage zu Heilungsfähigkeiten wie Heilung oder Heal oder Totem und auch Überlebensfähigkeiten wie Dash und Ghost Walk. Wahrscheinlich, dass du dann also ohne Entity-Kollision irgendwo durchgehen kannst. So, diese Talente geben dem Spieler... Ich glaube, Heal ist wichtig, oder? Weil man in Vaults nicht normal regeneriert. Ja, genau, Heal war wichtig. Leute haben gesagt, sollte man vielleicht sogar zuerst machen. Also Heal auf jeden Fall, wenn ich es richtig gelesen habe. Learn. Boom. Ich werfe jetzt rein, oder? Also wirklich, die bringen nichts. Rechtsklick, oder? Rechts. Oh, let's go. Ja, sollen wir rein? Ja. Rein. Ja. Oh. Gott. Reiner! Slate. Okay. Lording Terror. Oh, wir können rein. Okay. Oh, wie cool! Okay, geht bitte noch nicht raus, weil wir ganz haben wichtig. Eine Zeit, die abläuft. Ihr müsst euch merken, wo hier der Ausgang ist, ja? Ja. Wir müssen hier wieder raus. Wenn wir nicht hier rauskommen, drin sterben, ist halt over, ne? Ich, also setz doch einen an Waypoint. Geht auch nicht. Geht nicht. Oh, schade. Boah, oh mein assi. Gott. Ja, die Map ist deaktiviert hier, oder? Wir können es mitnehmen. Ja, das ist voll böse. Ja, früher war das, glaube ich, nicht so. Wegpunkte setzen? Der Timer geht erst los, wenn wir in den Tunnel gehen hier vorne. Ja, jetzt ist die Sache, wir müssen irgendwie so Dinger finden, oder? Keine Ahnung, was wir da. Gather Elixir from Loot, Ores and Mobs. Okay. Ja, aber sobald wir da losgehen. Oh, der Timer geht los. Okay. Was ist das hier? Was ist das Ziel? Leute, Rocky Sand einfach nur. Nein, es ist so Mobs-mäßig. Ja. Wo ist überhaupt der Timer? Ich sehe gerade gar keinen Timer. Unten links. Ah, ja. Oh! Ja, unten links. Wir haben nur 35 Minuten Zeit, ihn zu looten. Oh, okay, dann lass durch. Okay, Wuchsel, lass geradeaus. Wir gehen geradeaus, Wuchsel, okay? Ja. Ja, da sind Sachen drin, die kenne ich gar nicht. Ja, die alle nicht. Ach, nee. Ja. Da ist so ein Vieh. Da ist es. Ja, das ist Typ. Koordinaten sind auch ausgeblendet, also man muss sich wirklich merken, wo man lang geht. Ich hab abbauen. Hier ist so lilanes Ding. Ja, was ist das? Hab ich auch. Das ist ein Gegner, oder? Brauchst dich ab, Kenji, bitte. Ja, okay. Wir bauen es ab, oder? Wir bauen es ab. Nein, man kann es nicht abbauen. Das dauert viel zu lange. Spawner. Was macht der dann? Müssen wir ein bisschen tanzen davor? Da ist so ein Ding. Kann nicht interagieren, ne? Oh Gott, ich hab so einen Piraten gerade gekillt. Soul Shards bekommen. Geh mal weiter. Oh, hier unten sind auch Kisten, ja? Ja, lass mal ein bisschen zusammen. Einfach alles so. Also, wir müssen Kisten schwarz machen. Geh da mal ein bisschen, genau. Okay, wir gehen hoch. Ich nehm alles mit. Hier lang eben. Ah, komm zurück, Space. Ja? Oh, doch nicht. Hier sind Enemies. Gut, doch nicht. Ja. Soul Shards. Sie greifen mich auch an. Schön, Spark hat den ersten Loot. Oh, nice, okay. Interessante Sachen, die man in diesen Kisten findet. Ich hab auch Loot. Ich loot einfach mit. Ja. Da drüben ist ein Spawner. Netherite Scrap. Oder sowas. Ja, rüber mit uns. Oh, das sind ganz viele Kisten. Ich hab einen Vault Diamond bekommen, einen Vault Diamond. Oh, Achtung. Da ist noch mehr. Oh, pass auf. Vault Diamond, okay. Einfach alles sehr, raus. Sehr interessant, was man da mitnehmen kann, alles. Lass mal rüberbauen. Das sind diese Charts. Okay. Oh, da sind bessere Kissen da drüben, oder? Ja. Ich weiß auch nicht, was bringen die hier? Genau. Achtung! Oh, Baby-Zombie. Jo, hast du. Ah, hinten sind noch. Okay. Ja, kill erstmal die ganzen Viecher. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Oh, die machen gut Damage da sogar. Nehmen wir einfach mal raus. Ja, ich bin fast tot. Okay. Ich kann uns einmal healen. Was ist das? Eine Krabbe. Oh. Okay, jetzt können wir looten. Jo. Haben wir den wichtigsten Stuff hier? Ja. Ich glaube, unten können wir nochmal runtergehen. Wie? Es gibt noch eine untere Etage, ne? Achso, ja. Aber was soll diese lila Kristall? Guck mal hier oben. Ah, die hast du schon. Obelisk. Was ist die oben hab ich hier? Okay, hier sind wir durch. Der Pirat wieder. Geht's da unten weiter, Kenji, ne? Okay. Oh, nee. Toll. Ich werde nie wieder herausfinden, ne? Ja, und wie? Achtung. Hier hinten, oder? Achtung. Ja, was ist da los? In das Zeitalter oder was? Okay, brauchen wir denn Stuff? Kenji? Ja. Bleib mal bitte da, man sieht auch keine Koordinaten, ne? Ich glaube, der Raum ist durch. Ja. Snackt dir einfach alles da? Wo bist du?
Keine Ahnung, was das ist. Da, wo wir die Truhen gelootet haben. Ich hab hier noch ein bisschen was gehabt, gell? Ja, komm mal hier hoch. Aber es ist jetzt schon leer geräumt, also. Ich hab meinte irgendwas mit oben ist das Ziel. Aber wir müssen nach ganz oben gehen. Anscheinend, ich hab keine Ahnung. Ah, hi Tobi. Wo bist du, Fuchse? Oh mein. Weiter geht's. Digga, wie kannst du dich hinten? Ich geh wieder hoch. Nein, Tobi! Oh nein, Tobi! Oh Tobi, nein. GG, Tobi offline. Digga, ich bin da falsch angestanden, weil ich mich entbietet habe. Da bist du schon. Willst du schauen? Ich würde gerade hier weitergehen, ja. Wieso kann man manchmal überhaupt nicht hinten? Fuchse, ich weiß nicht mehr, wo du bist, ne? Ich bin da, wo wir die ganze Zeit. Wie soll man denn ohne Backpack sein? Das ist viel zu viel. Da ist so ein Geister-Emoji. Tobi, kannst du eigentlich wieder rein oder bist du jetzt raus? Guck mal da oben. Ich bin jetzt raus, aber ich hab mein Stuff noch. Kannst du die hinten? Sieht schon aus dem Altar da oben. Egal, dann lass einfach hier weiter, lass einfach hier weiter. Drauf. Nein, wir müssen nach oben. Hier ist das? Nein, oder? Wieder Wasserleichen? Fuchse, kannst du die hinten? Nein! Nein, ich konnte dich auch nicht hitten. Spark, du hast sowas ja schon mal gespielt, oder? Ja, aber... Ist so ein Geist oben drüber und man kann ihn nicht hitten? Das, wie gesagt, neue Version. Also, das ist mir gerade nix. Nimm mal du hier noch den Stuff, ich hab keine Ahnung. Ist das eine Ability? Ist das mein Spawner? Nee. Hier ist ein Raid, W. Ich würde halt Tobis Sachen wiederholen. Ja, ich Tobi hat doch seinen Stab noch. Tobi hat seine ganzen Sachen. Wenn du stirbst, dann behält man anscheinend alles. Ja, ja, bis Level 20 oder so ist behältst du alles. Aber es kommt auf eure Schwierigkeitsstufe an, ne? Also ich würde empfehlen, dass wir das später auf Casual stellen, weil ansonsten verliert man seinen Stuff halt immer komplett und das ist halt irgendwie sehr frustrierend. Ja, okay. Da drüben die Kisten, die sollte man noch mitnehmen. Oh, hier ist ein Wild Focus. Ich glaube, das ist nicht schlecht, ne? Oh, der klingt OP. Ihr habt euch nach oben gekämpft hier in dem Raum, Blizzard, oder? Warte, hier ist irgendwie so eine Wand. Ja. Oh, Achtung, Blister. Oh Gott, Enemies. Oh Gott, die fliegen alle. Heal direkt. Twila? Ja. Oh ja, das mag. Wir haben noch 90 Sicherheit. Halbwegs, ja. Okay, ich komm runter. Warum gehen wir runter? Warum nicht zu Twila? Hier ist ganz viel Essenzzeug. Ja, okay. Ich glaube, das ist krass, aber meine Kiste ist voll. Hallo. Hi. Hallo. Oh, das ist Oh, stimmt, hat jemand von euch schon hier geskillt oder so irgendwas? Ja, weil ich noch nicht, weil ich hab 5 Herzen und so. Oh, perfekt, danke. Gerne. Ja, mein Inventar ist auch voll, ne? Also, ja, meinst du auch. Schalker, ich hab ne Schalker. Ist auch voll, die ist auch voll bei mir. Ja, aber ich hab nur eine Schalker-Shell gehabt eben. Ich hab zwei Schalker-Shells, ich kann noch eine Schalker machen, wartet. Hat jemand einen Crafting-Table dabei? Ist alles klar. Ja. Mal. Bau da Holz ab. Ja. Geil. Ich hab die in meiner Schalker. Wir haben noch 18 Minuten. Ja, ich weiß, wo meine eine Schalker-Shell ist. Auf meinem verdammten Kopf, Mann. Warum ist die auf deinem Kopf? Ich weiß es nicht. Aber ich finde, sie steht mir. Ich finde, ich kann es tragen, oder? Warte, wir müssen ganz schnell einen Spawner nach dem anderen machen. Ich hab gerade gesehen, ich hab ein Essen bekommen, damit wird unser Time um 10 Sekunden erhöht. Also nein, scheinbar gibt es sowas auch. Aber ich verliere damit Schaden. Ich verliere damit Leben. Wo müssen wir jetzt eigentlich lang, Twila? Keine Ahnung, hier unten ist Sackgasse. Den darfst du essen. Ich werde dafür halt immer geradeaus. Unten war ich schon, ich würde nicht nochmal runtergehen. Unten war ich schon, ich würde weitergehen. Aber, ne? Willst du essen hier die Kiwi? Hier oben. Aber ich glaube geradeaus in die Richtung und da geht's halt gerade nicht mehr weiter. Also hey, insgesamt Dungeons können drei Muster haben. Hier ist was. Dungeons sind nach dem Level, je nachdem wie groß, und können drei Muster haben. Entweder so viereckig, diaförmig oder so kreisförmig. Hey. So, jetzt gucken wir nach Emeralds. Ja, stimmt, Emeralds, unbedingt. Hallo, handelt jemand? Das ist ein Schmiede. Oh, geht's weiter? Oh, ich seh's, ja. Bücherregale haben wir hier. Ich höre Blazes, oder habe ich... Aber gibt's nur noch... Kann man überhaupt Emeralds hier kriegen? Gibt's nur noch Vault? Was machen wir mit diesen Teilen? Oh Gott, hier sind... Ah! Hilfe! Ich komme! Oh, die sind OP. Oder Zahn, hier geht's ja komplett ab. Ist ein Spawner drin? Ist ein Spawner oben gewesen oder sowas. Die sind noch Bücher, ne? Die können wir auch vielleicht noch mitnehmen. Oh. True? War was krass ist denn? Das ist nur eine Kiste. Muss man mit dem Block abbauen. Okay. Dann kannst du hier geht's weiter. Boah, das ab. Das hier? Was abbauen? Okay. Eine Vault Fruit kostet Maximum Leben von einem. Also, Blizzard hat mir gerade ein HP geraubt. Maximal Leben? Ja.
Oh mein Gott, ist das krass. Oh. Ich glaube, bei dem Dorf hier können wir uns mal nach unten graben. Es kann sein, dass da ein Endportal ist und da gibt es nochmal fettes Loot. Was, wo ich habt ihr ein Endportal? Aber hier ist anscheinend nichts. Dorf? Bedrock, Bedrock. Ich fand es nett, dass du es einfach gegessen hast, ohne zu zögern. Ey, ich hab dir voll vertraut, du hast mir einfach ein Leben geraubt jetzt. Ich glaube, wir müssen schnell weiter, ne? Ey, Kenji, ehrlicherweise, ich hab keinen Plan, wo es nach Hause geht, wieder zurück. Ich auch nicht. Das ist ihm günstig. Auch nicht mehr. Wo ist denn wer hergekommen? Da, gell? Aber ich glaube, du darfst da oben, ganz falsch, oder? Oh, was ist das da? Welche Richtung seid ihr? Bringt das die Sachen zu looten? Achtung, lass mal erst dieses Teil killen, bitte. Kenji! Das macht dir nicht mal Damage. Warte. Seid ihr nicht klar, in der Nähe? Ja, okay. Ich seh's. Okay, ich komm hinterher. Hast du jetzt wirklich nur noch 19 Herzen? 9 Herzen? Nee, 18 19. sogar. Ja. Oh Gott. Aber du hast mir das gegeben. Ich dachte, du hast das gegessen. Nee, ich hab dir das gegeben, weil ich das nicht essen wollte. Oh Gott. Oh Mann. Das ist mein. Ich hab das gesehen in der Beschreibung und dachte mir. Wuchst du jetzt gerade sehr viele Mobs? Aber ich fand. Und ich dachte mir so, oh, der gibt mir Kiwi, her damit. Mein Schwert ist weg. Mein Schwert ist weg. Ich muss craften. Fuchsel, ich hab kein Schwert, Kenji. Ah, okay. Ah. Ich hab ne Wall Chestplate. Ja. War das Berg, lass mal eben zusammen schauen, was das ist, oder Blisser? Wo ist mein Schwert? Warte, die deckt sich jetzt auf. Und das ist so ein bisschen Glücksspiel, ne, was da rauskommt. Ja, sieht so aus. Oh. Rusty Raider. Aber die kann man leveln. Ja. Was passiert, wenn wir am Ende nicht mehr rausfinden? Dann haben wir den Loot nicht mehr, oder? Dann ist sehr schlecht. Stirbst du? Ja. Das ist wirklich sehr schlecht. Weg? Weil da müssen wir echt aufpassen jetzt. Wow. Was sterben wir dann tatsächlich? Oh. Wow. Ich habe gerade mein Inventar freigemacht. Ja, ich brauche auch den ganzen Müll gar nicht, ne? Das meiste brauchen wir, glaube ich, echt nicht. Ja, du kannst ja bestimmt irgendwie geiles Zeug rauscraften. Ich habe jetzt meine Schalkerbox nicht genommen. Okay, hier, dafür, dass ich dir vorhin Essen gegeben habe, kriegst du nochmal was. Mhm. Ja. Ach so, du meinst den Apfel, den du mir gerade aus der Kiste vor der Nase weggeklaut hast. Ja. Sweet. Ja, ich glaube, die sind leer, oder? Kenji? Oh, das ist weg. Ey, wir müssen echt die Orientierung behalten. Oder war ein Gegner? Ja, Kenji, wir finden ihn nie wieder raus. Doch, ich weiß, glaube ich, wo. Ey, guck mal, hier ist ein geheimer Gang, Fuchs, hier ist ein geheimer Gang, wo du ihn getötet hast. Wisst ihr noch, wo wir hergekommen sind? Wo bist du? Ich bin einfach den Gang weitergegangen. Ja. Da. Da wurde den einen Typen getötet. Vielleicht echt schauen, dass wir ab einer bestimmten Zeit dann einfach zurückgehen, weil jetzt ist schon die Hälfte vorbei, auf jeden Fall. Ja, wir werden es nicht schaffen. Also. Was? Wir werden es nicht schaffen. Wir müssen ja einen Boss killen. Kommt mal nach hier unten. Wo ist der Boss? Wo bist du jetzt hin? Der ist halt irgendwo unten. In einem Raum. Einfach unten, nach unten. Wer im Zusammenbleiben sollen. Du bist runtergegangen. Ja, da ging es nach unten. Genau da, wo wir standen gerade. Ja. Okay. Ja, okay, nee, ich hab doch keine Ahnung von wo es ist. Wir sind dann zu weit und zu panisch dann rumgerannt jetzt. Ich glaube, wir sollten hier raus. Ach ja, ein Tipp noch aus dem Chat. Ihr könnt gucken bei den Sachen, die ihr lootet, da wo decorative dran steht, dekorativ, das ist erstmal unnötig. Das kann weg. Zweitens, unser Ziel ist doch kein Boss, sondern. Fuchsboot! Sondern wir müssen oben diese Leiste voll machen. Wir müssen Elixier sammeln von Loot, Kisten und Mobs und Erzen. Okay. Hier sitzt auch, glaube ich, kann ich schon. Tobi, hast du denn auch noch die ganze Wall-Stuff? Okay, also, hat man den noch? Weil er ist ja gestorben. Er meinte, wahrscheinlich hat er seinen Wallstar verloren, oder? Was denke ich mal. Wollen wir eigentlich kurz irgendwie in Gruppen gehen, während wir hier in Gruppen rumlaufen? Weil ich finde das voll chaotisch. Ich würde euch halt gerne wiederfinden. Wir suchen gerade den Ausgang zu finden. Wir was auch, ist das? Mit den Koordinaten zumindest aufschreiben sollen, ne? You have used Quents. Hey, Blizzard und so. Ich Space, ich weiß, wo es rausgeht. Ich hab mir das gemerkt. Wo funkst du was? Geil. Bist du hin? Dann bleib ich bei dir. Ich bin ein bisschen nach unten gegangen. Zeig uns den Weg. Ich brauch nur eine Himmelsrichtung gleich. Das also wollen wir jetzt schon raus, oder? Ich lauf schon mal noch ein bisschen weiter rein. Ja, okay, Kenji, wir sind komplett falsch, ne? Also, ja, wie sieht's aus? Fänd ich zu knapp. Alles gut, Fuchs, wir haben noch 10 Minuten, um rauszufinden, alles gut.
Ja, aber wir laufen immer weiter rein. Ich denke, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Also. Nein, 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 ich habe das Gefühl, dass das ganz gut ist, wie wir laufen. In Richtung Westen weiter. Okay. Richtung Westen weiter. Dann bist warte mal, könnt ihr sagen, in welche Richtung der Ausgang ist? Wahrscheinlich Richtung Osten. Müsste das Dorf wieder kommen. Von uns, bei euch wahrscheinlich Richtung Süden. Genau, da ist das Dorf. Da haben wir dann nur das Dorf. Wir können noch einen Raum nach vorne. Ich glaube auch, wir müssen Richtung Süden, Kenji. Komm bitte. Ich gehe sonst hier nicht. Ich hab unglaublich viele Zombies gerade bei mir. Warte mal kurz. Einen Raum vorwärts können wir noch, Blizzard. Okay. Den looten wir noch und dann geht's zurück. Ja, dann machen wir das so. Oh, da Kenji, ist jemand auch schon am Zimmer bauen. Nein, hallo, ich bin wegen dir jetzt unten gefangen, weil du hier runterspringen musstest und nicht mit mir weitergesucht hast. Mann, das ist so frech, Fuchsel. Komm bitte hier oben, Wasser hier so. Okay. Hast du deinen Wallstone, Kenji? Vielleicht kommen wir so raus? Ich glaube nicht. Oder Spark, komm mal mit dem Wallstone raus? Nee. Ja, okay. Okay. Wo ist Spark? Der Heal noch mehr. Ja, der ist nicht so heftig. Ich hab diese Krabben, ich hab die ausgezogen, die Hermit Crabs. Hier waren wir, Mann, ne? Hier waren wir. Gut. Aber wo bist du jetzt? Ich bin gerade nach unten nochmal gegangen und loot jetzt einfach hier den Raum, wo wir rein sind. Ja, perfekt. Okay. Alles gut. Genau dasselbe. Oh, hier kommen plötzlich noch mehr Monster an. Warum sind die Krabben so aggressiv? Die machen auch voll viel Damage, finde ich. Blizzard Angst, ja. Wir haben noch 2 Minuten Zeit, okay, wir brauchen nur 15 zu gehen. Hier wurde auch gelootet. Also okay, ich habe auch nochmal sicher gelassen. Panik. Gehen wir schon mal vor. Also das ist, denke ich, die Umgebung um den Spawn rum. Ich glaube, da ist viel gelootet. Ja, ich glaube, wir müssen die Bereiche dann freischalten oder so. Nach rechts, rechts, nach rechts, nach rechts. Ja, wir müssen uns auch in den nächsten Vault echt markieren, wo wir waren und so. Okay, dann laufen wir jetzt straight Süden. Habt ihr eine Himmelsrichtung vom Spawn zufällig? Oh Gott, ich bin in einem Dorf, Du auch? Weiß ich aber auch nicht. Ich bin hier noch vorne. Oh mein Gott, hi! Ja, bitte nimm mich mit, ich will nicht mehr. Was ist das denn? Oh mein Gott, ist das ein Durcheinander. Kann jemand von euch healen? Oh, perfekt, super. Was ist das denn? Ich folge euch. Oh, was? Was ist hier? Was ist hier? Oh mein Gott. Hier ist irgendwie Baumwitten. Das ist ein Boss? Aber ihr wisst, wo es zum Ausgang geht, Blizzard, ja, jetzt, oder? Mehr. Ich hab einen Ausgang, ja? Oder ich weiß, wo es geht. Nee. Wir laufen einfach weiter Osten. Oder ich meine es zu wissen. Die Frage ist, wie gut mein Gedächtnis ist. Einfach Baustelle. Oh. Okay, wir laufen gerade einfach geradeaus. Ob das so gut aus ist, der Richtung komme ich, ne? Ich sag's nur. Aber ich glaube, das ist nicht so falsch. Ich glaube, alle sind irgendwie aber gerade lost, oder? Fuchs, du das ist so ein liederndes Ding. Also wir müssen da beim nächsten Mal echt ein bisschen mit Brain dran gehen, ne? Fuchsel, das ist genau die Stelle, wo wir am Anfang gesehen haben, Fuchsel. Genau hier, erinnerst du dich, dass wir hier hochgesprungen haben, das angefangen abzubauen hier? Erinnerst du dich? Ah ja, Ja, ich bin so smart, das ist insane. Okay, 5 Minuten, so, gehen wir zurück, Blizzard. Ja, guck mal, da hinten sind Leute. Oh mein Gott, wir haben es gefunden. Wir haben es geschafft, Fuchsel, oh mein Gott. Blizzard, bist du schon zurückgelaufen oder bist du hier angefangen? Komm mal bitte, die Baustelle. Wir haben eine Baustelle gefunden. Die ist hier ganz in der Nähe. Okay. Ja, hallo? Dann sind wir wohl doch schon alle beieinander. Blizzard, bist du schon zurückgegangen oder soll ich auf dich warten? Wir sind schon weiter. Okay, gut, dann gehe ich auch jetzt weg. Baustelle war da, oder? Ja, nach rechts, glaube ich. Ist über rechts. Da unten ist noch Spawner. Baustelle. Auf zur Baustelle. Aber ihr wisst schon, wo wir zurück müssen. Hier ist die Baustelle. Oh, so einen guten Orientierungssinn. Da ist aber nichts drin. Wow. Oh, wie cool! Das ist einfach nur Baustelle. Keine Ahnung, ein Atomreaktor oder so. So stelle ich mir kann man hier irgendwas. Oh, ja, hier spawnen Mobs, bei mir spawnen Mobs, Windicator und so. Richtig starke Mobs. Bei mir. Oh mein Gott. Oh Gott. Oder hier. Klobbel hier rein. Und sehr warum? Schön. Also, das hier unten kann man nicht abbauen, das ist komisch. Dieses Glas. Ist Endstone drin. Ich hab den Ausgang, Schön, Space! Wenn mein Orientierungssinn, der lässt mich nicht im Stich. Ja, du bist richtig. Ja, Space, du bist richtig. Sehr schön, jetzt rechts, genau. Ah, doch, okay. Geil. Nein. Also, wir müssen alle rausgeschafft haben. Ansonsten, doch wir richtig noch ungefähr. Oh Gott, ja, ich bin nur am Ausganggang vorbeigelaufen, weil der nicht nach Ausganggang aussah. Der Ausganggang. Ich hatte einmal links abbiegen müssen, ich bin gerade aus vorbei. Jan hat 3 Herzen, ne? Einfach healen. Ja, aber ich weiß nicht, wo er ist.
Ich hab's gerade. Der ist müde und ich hab's gerade nur rechts gesehen, dass der und drei Herzen hat. Oh nee. Ja, aber der ist ja aber auch nicht hier. Du bist jetzt los. Was ist los mit dir? Du kommst nicht mehr raus. Was ist los? Du musst zurückkommen. Ich bin am Chillen, ich bin hier gerade am Looten. Irgendwelche. Ja, zwei Minuten. Wenn du nicht zum Portal gehst, dann bist du weg. Wenn du nicht rauskommst, stirbst du. Ach, oh. Du hast eine Minute. Eine Minute. Wirklich? Ja. Ja, da bin ich ja tot. Also, ich. Nein, wir holen dich, Lauf Richtung Norden, lauf weit Richtung Norden, lauf schnell Richtung Norden. Norden, Norden, Norden. Okay, Norden, Norden, Norden. Ich renne. Oh Gott, das wird ja nie was. Ich bin irgendwo. Wir können ja so. Der Mann ist verloren. Licht. Ich schaue, ob ich dich irgendwie unterwegs finde. Ich komme dir entgegen. Ich laufe Richtung Norden. Ich gebe irgendwie alles. Oh je. Tobi? Tobi macht einen eigenen Leben. Ich hab echt viel Loot, ne? Ich hab richtig viel. Ja, tja, du bist los. Ich renn Richtung Norden. Ich renn. Richtung Norden. Weißt du, in welche Himmelsrichtung du vorher gegangen bist? Osten oder Westen? Scheiße. Ich habe Sparks, wer läuft da hinten? Sparks Rad gehört. Wer läuft da hinten? Das bin ich, das bin ich. Achso. Und nicht drauf gehört. Ja, also ich eine glaube. Minute, Jan, eine Minute, Jan. Dann eine Minute und ich renn Richtung Norden, aber also, hier ist definitiv nichts. Also. Oh nein, ich habe so viele Sachen, ne? Jan, Mensch. Hey, wie habt ihr euch denn zurechtgefunden? Man hat ja gemerkt, wo man langläuft. Jan zu finden. Du musst dir merken, wo du langläufst. Wir haben Thüler unterwegs mitgenommen, da war kein schön Fuchs. Am einfachsten ist halt, wenn du nur geradeaus in eine Richtung gehst, dann kannst du mal geradeaus zurück, weißt du? Ja, ich bin, sagen wir mal so, ich hab gestruggelt auf zwei Herzen und 30 Sekunden. Wenn ihr Kiwis habt, dann esst die Kiwis. 30 Sekunden, also ich bin raus, ich weiß nicht, was mit euch ist. Ich renne. Ja, ich bin auch raus. Okay. Wahnsinn, Tjan, ich glaube an dich, Tjan, du schaffst zu weit. Du bist Tjan, wir glauben an dich. Ich renne, hier ist TNT, niemals warte hier. 15 was? Sekunden, ja. Nein, ich hab eine Insel. Ich hab hier irgendwas ganz komisches. 1000 Items, Mobs. Ah! 10, 9, ja, das war's. 8, 7, das war's. Ja, ich bin jetzt auch tot. Es tut mir leid, ich lass dich zurück. Das ist cool. Ja. Boah, Tjan. Tjan, du hast da richtig Punkte gemacht. 23.000 XP. Aber die sind wahrscheinlich jetzt alle verloren gegangen. Hä, wie habt ihr so viel XP gemacht? Also es sieht aus, als hättet ihr irgendwelche Objectives bekommen. Ah, und das war jetzt World Level. Und jetzt, ich bin zum Beispiel World Level 1, ne? Ja, okay, das ist geil. Also ja. Ich habe richtig viel gelootet, aber nichts für bekommen, sondern nur die Items, richtig? Ah, die Objectives haben viele Punkte gegeben, aber was für Objectives waren das denn? Das frage ich mich gerade. Was für ein Objective hast du gemacht, Jan? Ich habe ganz viele coole Sachen gekillt und gemacht. Ich hab Krabben und Piraten. Denk, ja. Nee, da muss was Krasseres gewesen sein. Kann man das nochmal Norgo? Also, ihr habt alle irgendwelche Objectives gemacht, aber ich weiß nicht was. Ja, ich hab super viel Loot, das reicht mir. Ich hab immer noch diese Schalker-Schalker. Also, du hast den Loot behalten, aber die XP nicht bekommen. Ja, okay. Das ist so cool. Oh, wir können Skills neue Skills skillen, ne? Wir haben neue Level bekommen. Oh, ich hab einen Skillpoint bekommen, ich hab einen Skillpoint. Ja.